Hallo, hier bin ich wieder, Pedi von Pedis Pop Art. Meine Lieben, es ist wieder soweit. Am 27. Mai kommt wieder eine ganze Stunde Kraftbody auf QVC. Und die wird uns wieder unsere liebe Maria Gato präsentieren. Und da möchten wir jetzt anfangen, euch jetzt wieder zu zeigen, was da kommt. Also beziehungsweise ich zeige euch jetzt eine Hälfte der Sachen und die andere Hälfte zeigt euch dann nachher wieder die liebe Renate und die liebe Kerstin. Und ja, guckt mal rein. Also ich mache jetzt wieder zwei Videos. Heute wird es einmal ein Bastelvideo an sich geben und das nächste Video wird es dann die neuen Forever Flowers Artikel geben. Da kommt nämlich auch wieder ein bisschen was, was wir euch dann nochmal zeigen möchten und worauf ihr euch freuen könnt. Also anfangen tue ich auf jeden Fall jetzt in diesem Video mit dem Set. Ich sage nochmal die Artikelnummer, schreibe ich aber auch wie gewohnt alles wieder unterm Video. Das ist ein Stempel- und Stanzenset. Das ist die 587 220. So, in diesem schönen Set bekommt ihr einmal diese tollen Froschstanzen. Das sind zwei, einmal für den Hintergrund und für den Frosch. Gehen wir gleich näher darauf ein, wie das fertig aussehen kann. Dann gibt es die Gemmit-Stempel passend dazu. Den Frosch, den können wir dann ausstanzen, wenn wir den gestempelt haben. Und ihr bekommt 1, 2, 3, 5, 6 Bogen selbstklebende Glitzersteine dazu. Den grünen hatte ich schon mal ausgepackt. Das ist nämlich das eine Set. So, das geht ganz toll und ganz einfach. Ein Teil von euch kennt das auch schon, weil wir die schon im Shop haben. Also ich habe die selber schon. Wer es nicht mehr abwarten kann, kann gerne mal in den Shop reingucken und die schon vorab kaufen, wenn er möchte. Genauso wie diese Glitzersteine. Da habe ich natürlich noch eine viel größere Farbauswahl. Und da könnt ihr, wie gesagt, auch schon mal gerne reingucken. Ansonsten kommt es eben halt am 27. bei QVC. Ich habe die Frösche, Renate hat die große Blume, gibt es bei mir auch im Shop. Und Kerstin hat das Einhorn. Also es gibt drei verschiedene. Da könnt ihr euch das dann aussuchen, welches Motiv euch das liebste ist davon. Und wie gesagt, ansonsten sind alle drei, könnt ihr euch auch mal angucken. Im Shop sind sie auch noch vorhanden. So, wie funktioniert es? Wie kann es aussehen? Ganz einfach. Ich zeige euch jetzt hier nochmal drei Musterkarten schon mal, damit ihr ungefähr wisst, wo die Reise hingehen könnte. Das sind, eigentlich ist das noch ein bisschen dunkel heute, ne? Kann das sein? Ich versuche mal ein bisschen Licht hier noch reinzuziehen. Ja, besser kriege ich das jetzt aber auch nicht hin. So, das ist eine A5 große Karte. Der Frosch ist jetzt nur gestempelt auf Hintergrundpapier. Zeige ich euch gleich, kommt auch ein Set, wie wir das machen können, oder zwei Sets sogar. Und da habe ich dann einfach nur so die Hauptmerkmale koloriert mit so einem goldenen Glitzerstift. So einem Metallic-Stift. Gibt es bei mir übrigens auch im Shop. So, ist einmal das Muster dazu. Hier habe ich dann gestanzt. Ja, das könnt ihr sehen, das habe ich dann aufeinander geklebt, das Ganze. Habe ich im Prinzip nur die eine große Froschstanze, zeige ich euch gleich. Ausgestanzt. Also im Prinzip den Frosch ausgestanzt. Hier hinten ist er dann drauf zum Beschriften. Den ausgestanzt und das Negativ aufgeklebt. Mit Designpapier hinterlegt, damit das ein schönes Muster hat und mal ein bisschen anders ist. Also ich finde, man kann das herrlich toll erkennen, dass das ein Frosch sein soll. Und hier habe ich den Frosch gestempelt und koloriert und dann mit der Hintergrundstanze ausgestanzt und habe dann hier auch eine schöne A5 große Karte, habe das mit ein bisschen Forever Flowers, Blätter und ein paar Blümchen, Spitze, ein kleines Etikett beklebt. Und so können dann eure Karten zum Beispiel auch aussehen. So, zeige ich euch das jetzt nochmal, damit ihr ungefähr wisst, wie das aussehen könnte das Ganze. Das ist der Frosch jetzt einmal komplett nur gestanzt, nicht gestempelt. Dann habt ihr auch so einzelne Frösche. Könnt ihr euch dann auch machen. Könnte man jetzt noch ein paar mehr machen. Könnte man so als Girlande zum Beispiel anhängen. Oder ihr klebt den so einfach auf eine Hintergrundkarte. Muss jetzt ja nicht grün sein, aber das ist jetzt der Karton, der hier gerade liegt. Ja, und die Punkte habe ich jetzt eben auch nicht mit Glitzersteine beklebt. Die habe ich dann, sondern mit den Liquid Glitter Glass Drops. Bekommt ihr auch noch bei mir im Shop. Habe ich da einfach drauf gesetzt, das sind so eine Perlenpennpunkte. Ne? Dann hat man das so ein bisschen dezenter, Ton in Ton. Finde ich auch ganz witzig. Aber wie gesagt, das sind ja alles Sachen, das kennt ihr ja.
Die könnt ihr ja alle so gestalten, wie ihr das mögt. So, Stempeln ist klar. Besorgt euch einen etwas größeren Acrylblock, damit die darauf passen. Der Frosch hat ungefähr eine Größe von, komm mal her, wenn wir den jetzt gucken, 14 mal, wenn man jetzt hier so quer misst, das längste 14 mal 11 cm ungefähr, ne, dass ihr da einen passenden Stempel-Acrylblock habt für. So, und wie gesagt, es ist noch sogar eine Krone mit bei dem Stempel, also ihr könnt euch einen Froschkönig basteln. Hier steht der Prinz, es sind Schnörkelornamente mit bei. Hier unten das Märchenbuch ist auch ganz niedlich. Da kann man auch ganz tolle Sachen mitgestalten. So, und dann hier steht noch So Happy. Happy Birthday ist noch drauf. You have to kiss many frogs. Na, also wirklich super entzückend. Und es ist eben zum Kombinieren, das Ganze. Also ihr stempelt euch euer Frosch, koloriert den. Mit den Steinchen besetzen, wenn ihr stanzen wollt, würde ich dann noch warten. Und dann nehmt ihr eure Stanzen ab. Ach guckt, hier habe ich sogar noch das Klebeband drauf, damit ihr dann euren gestempelten Frosch vernünftig ausstanzen könnt, lege ich mir das immer auf mein Stempelmotiv, auf das Papier, wo ich es drauf gestempelt habe, zirkel das an, so dass das passt, und wenn es passt, dann klebe ich das halt fest, damit mir das dann nicht verrutscht auf dem Weg zu meiner Stanzmaschine. Na? So, und da könnt ihr dann eben halt mit diesem Hintergrund, könnt ihr dann entweder jetzt nur einen einfachen Frosch ausstanzen, da ist denn jetzt hier auch andersrum, ne? So rum. Der Frosch aus dem Hintergrundpapier mit ausgestanzt. Na? Das ist ja ganz einfach. So, und wenn ihr dann beides zusammen macht, diesen Frosch auch, also beides zusammen ausstanzt, könnt ihr auch gleichzeitig machen. Dann habt ihr eben, wie gesagt, diesen Frosch einzeln. So, dann könnte man jetzt noch wieder noch einen Papierfrosch nehmen, einen ausgestanzten, und den gestanzten dann wieder auf den Hintergrund kleben. Ja? Also ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ich versuche euch das jetzt ein bisschen zu zeigen. Es sind wirklich super viele Spielmöglichkeiten mit den Stanzschablonen machbar. Und man kann sich viele verschiedene Varianten davon gestalten. Also es ist unwahrscheinlich, ja, kreativ, das Ganze damit zu gestalten. Oder eben, wie gesagt, einen einfachen gestempelten Frosch kolorieren, ausstanzen, mit dem Perlchen, mit den Glitzersteinchen belegen. Oder ihr lasst die Glitzersteine weg, wenn euch das zu viel ist, und koloriert den nur. So, und dieser Frosch zum Beispiel, hat einen super schönen Hintergrund, was ich auch mit einem Set von QVC gemacht habe, was auch am 27. kommt. Ich mache mal hier kurz Platz. Bekommt ihr übrigens auch schon bei mir im Shop. Und zwar, also die Watercolor-Sprays nicht, sondern die von den anderen Kraftbody-Artikeln. Das sind Watercolor-Sprays, die haben wir schon mal bei QVC gehabt, aber in einer anderen Farbkombination. Und ihr bekommt in diesem Set nicht nur 3, sondern 6 Stück. Ich habe aber jetzt nur diese 3 Farben. Und das wird die Artikelnummer, da ist er, Sprays, 6 Stück, genau. 587218 sind die Color-Sprays, die Watercolor-Sprays. Und damit habe ich unter anderem diesen Hintergrund gemacht. Und zwar mit dem, war das der Avocado, ne? Genau. Ich habe jetzt hier nämlich dieses grünliche, nennt sich Avocado. Dann habe ich hier ein blaues, das heißt auch Blue Dreams, blaue Träume. Und dann habe ich hier noch einmal eins Sunflower, das geht so ins Gelb-Orangeliche. Also das ist eigentlich gelber, als die Farbe jetzt hier in der Flasche aussieht. Also wie gesagt, das wird auch ein schönes Set sein, was Maria uns präsentiert. Und da habe ich dann meinen Kartenkarton genommen, nimmt einen leicht saugenden am besten und einfach mal drauf losgesprüht. Hier habe ich dann jetzt nur mit den Sunflower und den Avocado gesprüht. Und daraufhin hatte ich jetzt so einen grün-gelblichen Hintergrund. Und ich denke, oh super, kann ich ganz toll mit dem Frosch kombinieren. Gefällt mir sehr gut. Und diese goldenen Metallic-Flecken da drinne, die ihr da seht, dieses Marmorierte, die habe ich jetzt noch wieder mit den, auch ein neues Set, gibt gleich die Artikelnummer, mit den neuen Fairy Powder von Kraft Body
gestaltet. Ja, da gibt es auch ein Set, was ich eben schon sagte. Da sind 5 verschiedene Puder drin und eine Sprühpump-Leerflasche, also wo ihr mit Wasser reinfüllt. Wo ihr Wasser reinfüllt in diese Sprayflasche, damit dieser Puder überhaupt seinen Effekt erzielen kann. Komme ich gleich nochmal drauf. So, dieser Puder, wie gesagt, 5 Flaschen, eine Leerflasche, 587219. Schreibe ich jetzt nachher auch gleich wieder unter das Video. So, das sind dann eigentlich diese 3 Sets, wie ich sie euch gerne vorstellen wollte. Dieses Puder, das nennt sich hier zum Beispiel Türkis. Das sind immer 15 Milliliter kleine Döschen. Habe ich euch schon gezeigt. Ich habe die gleichen im Shop mit einer größeren Farbauswahl jetzt allerdings noch. Guckt, da oben würde das dann rauskommen. Da müsst ihr mal gucken, wer das nicht abwarten kann. Na, das ist einmal so ein türkisblaues. Und zeige ich euch gleich auch nochmal. Und das ist einmal ein grünes, obwohl das Gold aussieht. Das ist so ein hochpigmentiertes Puder, was sich mit Wasser vermischt, auflöst. Und daraufhin eben immer verschiedene Farbnuancen erzielt. Also das ist ein ganz tolles Zeug. Also guck mal in den Shop oder guck mal auf meine Facebook-Seite. Rollt mal ein bisschen weiter runter oder bei YouTube mal ein bisschen nach rechts weg. Da habe ich euch das schon vorgestellt. Ist noch gar nicht so lange her, vor 3 Videos oder sowas, wenn überhaupt. Bin ich da mal drauf eingegangen und habe euch diese ganzen Fairy Powder, Explosion Powder, Shimmer Powder, heißt das ja von den Pretty Giddy Girls, welches ich habe. Wie gesagt, es ist absolut identisch. Es ist bloß der Aufkleber rundherum, der anders drauf ist. Ja, es ist genauso wie mit den Sprays. Sprays habe ich auch noch im Shop. Da guckt mal bitte gerne nach. Das sind einige tolle Sachen, die wir schon so ganz gut verkauft haben und gesagt haben, daraufhin, okay, die kommen dann auch zu QVC. So, was können wir machen mit den Watercolors? Ist klar, einfach einsprühen. Könnt ihr das sehen? Einfach euren Karton nehmen, nehmt ein bisschen stabileren Aquarellkarton oder. Das müsst ihr euch mal ein bisschen ausprobieren. Ist klar, es sind Wasserfarben, der Karton wälzt sich sonst ein bisschen. Den Stempelkarton, wo ich das jetzt drauf gemacht habe, habe ich sonst eigentlich im Shop, ist im Moment leider ausverkauft, kommt auch wieder nach. Also der würde das, die ihn schon alle zu Hause haben, können da sehr schön drauf arbeiten. So, und damit könnt ihr euch jetzt halt solche Effekte besprühen. Und da das ja alles wasserlöslich ist, könnt ihr dann schon fleißig beigehen und das Puder da reinstreuen. Ja? Und dann bekommt ihr nämlich, seht ihr ja, diese Metallic-Effekte. Die bekommt ihr durch dieses Puder. Hier ist auch noch so ein bisschen, das hat dann auch, je nachdem kippt ihr das, so wie bei den Alkohol-Inks, kippt ihr das, haltet ihr es gerade, verpustet ihr das mit einem Strohhalm, oder tupft das ein bisschen ab mit einem Taschentuch oder Küchenrolle oder sowas, bekommt ihr jedes Mal andere Effekte. Und es hat eben auch so diesen marmorierten Effekt auf jeden Fall, wie er momentan auch sehr modern ist. Na? So, und da könnt ihr super mitspielen. Und es ist jedes Mal was anderes. Na? Das sind also die Farben, die ich jetzt hier habe, die jetzt zu QVC kommen. Hier habe ich das dann auch nochmal, zeige ich euch mal, das Seepferdchen habe ich übrigens auch noch im Shop. Es gehört eigentlich auch zu dieser Frosch-Serie. Aber das ist eben jetzt keins von den Motiven, was mit zu QVC kommt, ist aber im Shop. Und da habe ich mir dann natürlich prompt so eine kleine Unterwasserwelt rausgestaltet, ja. Und das ist jetzt nur in Kombination mit dem Watercolor-Spray und mit dem Shining-Puder, mit dem Feen-Puder, Shimmer-Puder, Explosion-Puder. Ne? Also da könnt ihr wirklich zauberhafte, schöne Sachen mitgestalten. Und kann ich euch sonst auch noch mal zeigen. Dann nehmen wir das Große. So, dann guckt ihr halt. Ich nehme jetzt das Grün wieder. Ich sprühe das noch mal auf. Guck, und dann seht ihr ja. Und solange das noch feucht ist, geht ihr mit eurem Puder daher. Ich habe jetzt, welches habe ich jetzt hier? Das Türkis. Öffnet das. Und klopft so ein bisschen. Zack. Und sofort ist das Gold weg und es wird dunkler. Zum Beispiel jetzt gerade geht das ins Blaue. Das ist ja auch das Türkis, was ich hier habe. Ja? Versteht ihr, was ich meine ungefähr? Ne? Also und dann könnt ihr natürlich hin und her und ziehen und mischen. Oder ihr geht mit einem Pinselchen bei und verteilt euch das noch.
Oder geht er noch extra wieder mit Wasser bei und sprüht da rüber? Genau, ich habe den Wassertankpinsel, habe ich hier ja auch zum Beispiel. Dann drückt ihr euch da mal. So, hier ist jetzt zum Beispiel auch Puder gelandet. Kann man sehen, ne? So sieht er trocken aus. Da ist nicht genug Wasser gewesen oder Flüssigkeit an sich. Und hier im Spray verläuft er ja. So, wenn ihr dann solche Flecken habt, dann geht ihr zum Beispiel mit dem Wassertankpinsel her. Und dann könnt ihr euch das auch super vermalen. Und es gibt immer super schöne Farbnuancen. Und wenn das dann eben ganz getrocknet ist, kommt dieser Metallic-Effekt dann auch noch richtig bei durch. Also ihr könnt da auch ein bisschen gezielter eben mit dem Pinsel drauf rum gestalten. Ne? So, was haben wir hier nochmal? Das war das Türkis und das war das Grün. Ach, das war das denn das Grün? Das muss ich gleich selber gucken. So, und dann könnt ihr ja. Also es bringt einen Heidenspaß. Es ist so, und wenn euch das zu so trocken ist oder ihr sagt, oh, der Puder ist aber jetzt noch ein bisschen dick, geht ihr eben halt mit Wasser oder Farbe wieder her. Auch das Gestrichene, wenn euch das ja nicht gefällt, zack, nochmal Farbe draufsetzen. Ruhig ein bisschen mit Abstand. Und dann könnt ihr das super elegante, abgefahrene, sage ich jetzt einfach tatsächlich mal, euch Hintergründe mitgestalten für alles Mögliche in der Kartengestaltung. Wie gesagt, guckt mal ein bisschen weiter runter, da bin ich da ein bisschen ausführlicher drauf eingegangen, auf diese ganze Hintergrundgestaltung. Und habt da auch noch andere Farben, wo sich das dann auch mit erklärt und so weiter und so fort. Was ihr noch machen könnt, ist natürlich auch, wenn ihr mit diesen Wassersprays arbeitet, klebt euren Karton vorher fest auf eurer Arbeitsfläche. So, dann hat er an sich ein bisschen Spannung und wölbt sich nicht so. Ja, ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich euch das ja zeigen möchte. Und einfach her, da könnt ihr es nicht sehen, machen wir das einfach hier. So. Also wenn ihr euch das jetzt vorher vernünftig abklebt, Ding, Ding, rundherum, so, dann wölbt sich der Karton auch nicht so, worauf ihr arbeitet. Ja, wie gesagt, umso dicker, umso besser. Ihr könnt die Colors auch für die Forever Flowers nehmen, euch sämtliche Blumen damit einsprühen. Und auch mit dem Puder könnt ihr natürlich Akzente draufsetzen, die Blume erst ein bisschen nass machen, anfeuchten das Ganze und dann den Puder drüber streuen. Na, und wie gesagt, wenn euch das jetzt so feucht ist, so wie jetzt, ich komme mal ganz kurz, kleiner Blick. Zack. Ah. Wollte euch das nochmal kurz zeigen. Geht einfach ruhig daher mit einem Tempo oder ein Stück Küchenrolle und nimmt es wieder ab. Die Farbe. Guckt, ist alles in Ordnung. Und jetzt haben wir nämlich schon wieder einen ganz anderen Effekt. Und jetzt sieht man das auch schon. Jetzt kommt das von dem Puder, was ich gesagt habe, dieses Metallische. Mein Licht ist heute aber auch wieder hier. Dann kommt das Metallische da wieder ein bisschen mehr durch. Oder schon ein bisschen durch. Also, wie gesagt, es sind super schöne Sets. Man kann sich da wirklich wieder seiner Kreativität absolut freien Lauf lassen. Und ja, total mit experimentieren und seinen Spaß mit haben und tausend tolle Sachen mitgestalten, auf jeden Fall. Na? Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Das sind schon mal drei neue Sets, die ich euch jetzt gezeigt habe. Und ich mich auch super drüber freue, weil, wie gesagt, das ist alles eine super schöne Qualität. Und diese kleinen Pudertöpfchen sind auch wahnsinnig ergiebig. Genauso wie diese Watercolor-Sprays. Da sind übrigens 50 Milliliter drin sogar. Also, es sind große Flaschen. Ja, und das sind jetzt diese drei neuen Sets. Die Sprays waren die 587218. Sechs Flaschen bekommt ihr da, sechs verschiedene Farben. Wie gesagt, eine andere Farbkombi als das, was wir schon hatten bei QVC. Vom Puder bekommt ihr fünfmal, also fünf verschiedene Flaschen und eine Leerflasche, wo ihr das Wasser dann einfüllen könnt. Und dann eben das Stempelset mit den Glitzersteinen. Und es lässt sich, wie gesagt, alles super miteinander kombinieren. Na? Da könnt ihr nach Herzenslust wieder loslegen und auch nichts falsch machen. Ja, das ist, wie gesagt, auch so ein. Guck mal, da unten kann man das auch sehen, das Goldene. Das ist auch mit diesen Watercolor-Sprays und mit dem Puder gemacht, der Hintergrund.
wo ich den Frosch rausgestanzt habe. Und ja, also ihr könnt da schöne, schöne Sachen gestalten. Gut, das war es dann schon mal zu den ersten drei Premieren von Kraftbuddy für den 27. Und seid gespannt, das nächste Video, was dann alles Forever Flowers betrifft, kommt auch bald. Bis dann, tschüss!